Rekrutierungsrunde gescheitert. Damit sind wir in der letzten Folge gescheitert. Ich denke, ich werde die Mission jetzt aber auch erstmal nicht direkt wieder machen, sondern erstmal wo anderes weitermachen. Warte mal ganz kurz. Ins Questlog. Die hier können wir ignorieren. Intelligenz, warum bist du Tritonfels zu den Waffen? Oh, das sieht nett aus. Intelligenz der künstlichen Überredungskunst zu den Waffen. Ja, dann kann ich auch endlich mal wieder mein anderes Schild anziehen. Was doch dann um einiges besser ist. Und glaub den Rest. Ich weiß nicht, was machen wir denn im Rest? Wollen wir den verkaufen? Wie sieht's munitionstechnisch aus? Munitionstechnisch sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Und wir haben hier eine grüne MG, eine grüne Sniper. Blaue MG. Wir sollten ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, immer gleiche Qualität reinlegen. Dieses Schild verkaufen wir. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Ne, Moment, ganz kurz. So stehen können wir das nicht lassen. Genau, da drüben gibt es hier eine Mission wieder, die will ich aber nicht. Ich hätte gesagt, wir gehen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, nach da oben. Das heißt, wieder zurück über die Brücke. Da, wo man uns das letzte Mal abgeschossen hat. Beziehungsweise können wir auch hier drüber jumpen. Ja, jumpen wir hier drüber, dann fahren wir hier einfach hier ein bisschen rum. Geht auch. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Borderlands The Pre-Sequel mit eurem Darwish. Und heute toben wir uns mal wieder ein bisschen aus. Der ein oder anderen Quest. Muss immer nur schauen, wie man hier weiterkommt. Fragezeichen. Okay, lass uns mal hier runterspringen. Yay! Punkt genau gelandet. Oh oh. Ah, es macht auch Schaden am Fahrzeug. Die Frage ist, kommen wir da hoch? Ich hab die... Ne, genau, das wollte ich eigentlich gerade nicht. Wo geht's denn hier? Wieder nach oben. Hier. Hier. Ah. Okay, ich glaube tatsächlich, ich laufe. Wird wohl produktiver sein. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt, da mit einem Fahrzeug rauszukommen. Ja, wenn man halt mal in so einer Schlucht drin hängt, dann ist es halt passiert. Aber hier gibt es dann eh eine neue Fahrzeugspawn. Einen neuen Fahrzeugspawn-Punkt. Von daher ist es egal. Zack! Hab ich doch eigentlich direkt am Kopf getroffen. Zu weit vom Fass? Fragezeichen. So, stirbt! Hallo? Zack! Und der nächste bitte. Der nächste. Ah! Hallo? Boah! Nervsäge! So, was haben wir hier drin? Munition? Nein, aber Sauerstoff. Bedeutet gleichzeitig Heilung bei uns. Wir müssen, glaube ich, da rein, ha? Jep, das sieht nicht schlecht aus. Steig in einen Stingray, schließ die Garagentür auf. Schließen? Ach, geht nicht. Aber warum? Moment, wenn wir da nicht reinkommen, wie kommen wir dann in unseren Stingray? Mal so gefragt. Okay, schauen wir mal oben nach. Von oben kommen wir, glaube ich, nicht rein, so wie das aussieht. Oder? Wollen wir mal eine Granate hinlegen? Ich glaube allerdings nicht, dass das was bringt. Nein, bringt gar nichts. Ja, schließ die Garagentür auf, ist gut. Hä? Wie sollen wir da reinkommen? Okay, eventuell gibt es noch die Möglichkeit, dass wir es irgendwie beschädigen können, das Schloss. Wenn wir uns gleich mal zu Gemüte ziehen.
oder? Ach so. Ich sehe gerade. Wir müssen den Code eingeben und der wird uns ja zum Glück in der Quest präsentiert. So, 0, 8. Jawohl. 7, 8. Und von Elvis abgehauen ist, haben sie Moxys Verbesserungen für das Serienmodell übernommen. Aber das streiten sie natürlich ab. Verbinde den Scrambler mit dem Digistruct-Gerät. Moment, mach ich gleich. Wo geht's hier? Was? Was zum... Naja. Das war's. Bestell dir jetzt einen Stingray. Ja, sobald ich auch am Mondstein. Es ist immer gut, gerade die Tresore zu plündern. Da drüben, das dürften nur normale Munitionskisten sein. Ja, aber immerhin. Was zum Geier geht da draußen ab? Okay, Moment, steig in einen Stingray Mondzumi. Das hier. Mondbuggy. Stingray. Flakgeschütz, Krio-Raketen, nehmen wir mal die Krio-Raketen, was haben wir denn hier für Militär-Charme, Sigan, Kamin sind Sternkoralle, ja, nehmen wir doch mal Pink. Der Stingray ist ein einsitziges Hoverbike, das mit Boost springen, drücke F, so wie schmettern kann. Drücke G. Mhm. Während du auf einem Stingray sitzt, können deine Freunde mit ihm interagieren, um sich ihre eigenen zu digistruktieren. Aha. Bis zu 4 Stingrays können gleichzeitig spawnen. Nice. Das ist auch nice. Du kannst dir also ab jetzt von überall aus welche digistructen. Aha. Schwing dein Hintern jetzt zur Pickel. Aber gewöhn dich ruhig erst an das Ding und check aus, was es kann. Ja, erinnert so ein bisschen. Was ist denn das da oben? Ach, O2. Erinnert so ein bisschen an. Was macht die Rakete da? Die Rakete soll den Buggy treffen. Naja, Level 11! Und damit. Ach Mist, ich kann jetzt gerade nicht ins Inventar. Ah, ich wollte die neue MG anlegen. So, wir müssen da hinten hin. Oh mein Gott, jetzt aber schnell weg hier. Sitz jetzt auf einem Stingray. Damit springst du locker darüber. Vielleicht. Meinst du? Ich glaube nicht. Okay. So viel zum Thema, da springe ich locker drüber. Aber vielleicht bin ich einfach auch nur zu dämlich für den Stingray. So, lass es mich nochmal versuchen. Bisschen Munitionskisten, nichts Interessantes. Gut. Dann geht's weiter. Nächstes Stingray. Und Fahrzeug spawnen, Fahrzeug zum Fahrzeug teleportieren. Nochmal der Versuch. Okay, das ist einmal... Boah, jetzt bin ich mal echt gespannt, ob ich neugierig bin. Nein. Hä? Das funktioniert mal überhaupt nicht. Es hieß doch F, aber F ist ja gleichzeitig der Turbo. Warte mal, was ist das eigentlich für eine kleine Schuhschachtel da? Ach schade, da kann man nichts mit machen. So, Gebühr für die Rekonstruktion, $300. Zieht's mir doch aus den Taschen. So, wir nehmen... Ich wollte gerade sagen, die hier ist doch nicht besser wie die. Doch, eigentlich schon. Egal. Ich will trotzdem die blaue. Gerade mit dem Eisschaden. Warum denn nicht? So, jetzt nochmal das Ganze. Oder soll ich eine andere Farbe wählen? Ist Pink vielleicht zu schwul für mich? Naja, lass es uns nochmal probieren. Aber ich bin... Ey, es ist... So, nochmal, Achtung. Oder gebe ich zu... Machen wir hier jetzt fröhliches Rundensterben oder was?
Oder gebe ich zu früh Gas? Ich weiß gar nicht, normalerweise. Aber das Ding... Nochmal. Spawn. Zum Fahrzeug teleportieren. Und jetzt nochmal ganz kurz... Achso, das sehe ich jetzt natürlich nicht, weil ich nicht ins Inventar komme. Gebe ich zu früh Gas? So, jetzt lass uns das gleich nochmal probieren. Kann ja nur schief gehen. Und jetzt. Okay, alles klar. Ich hab Pickel gesagt, dass du kommst. Fahr zu ihm. Jupp, bin auf dem Weg. Nachdem ich ja endlich drüber gekommen bin. Outlands Canyon. Die neue Region. Ich glaube tatsächlich, hier war ich noch nicht. Oh, Badass Ratten verdient. Was gibt's hier? Schildkapazität. Ja, Schildkapazität ist immer gut. Auch wenn das Schild natürlich verbraucht werden kann. Granatenschaden. Ich nehme jetzt mal die Schildkapazität, ne? Von der Lost Legion. Elpis ist bald Schutt und Asche. Ich werde bei der Explosion sterben, wie alle anderen auf Elpis und auf Pandora unter uns. Ich habe dich kämpfen sehen und respektiere dein Können. Wenn du jetzt aussteigst, schicke ich dir ein Interstellar-Raumschiff. Wir werden dir nicht folgen. Überleg es dir. Guter Deal. Wieso hast du es nicht gemacht? Wofür hältst du uns? Für einen Haufen schnurrbartzwirbelnder Schurken? Jack hatte uns angeheuert, um für Geld Schurken zu killen und Leuten zu helfen. Genau wie ihr. Wenn du sagst, ihr seid wie wir, töte ich dich auf der Stelle. Konnichiwa allerseits. Spielen wir noch eine Runde Bankers und Badasses? Jetzt nicht, Tina. Oh klar. Ernste Zeiten. Entschuldigung. Oh mein Gott. So, die Lobo-Schockgranate. Nice ist sie ja, aber ich lasse es mal... Was haben wir hier für ein... maximale Gesundheit. Nein! Ich will nicht... Ich will mir das momentan einfach nicht gönnen. Ich will meine Gesundheit nicht... So, wir haben einen Skillpunkt und den stecken wir natürlich weiterhin... Warte mal, so lange bei dir mindestens ein... Na, wir gehen in zusammenbrauender Sturm und steigen wieder... In unserem... Achso, da kommen wir... Warte mal, wo müssen wir hin? Wir sind hier und müssen irgendwo ganz weit da hinten hin. Und was ist da drin? Was ist hier drin? Weil ich glaube, hier kann ich nicht durchfahren. Kann ich hier... Doch, eigentlich müsste ich durchpassen. Warte mal, lass es uns mal probieren. Ansonsten... Ich weiß nicht, ob ich unten rumkomme. Eieiei. Nein, nein, da rein, da rein. Okay, es geht nicht. Kommen wir da unten vorbei? Vorsicht, 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 Vorsicht. Da hinten, was ist da hinten? Das könnte eine Waffenkiste sein. Puh, ich habe echt keinen Plan. Aber lass es uns mal probieren. So, bremsen. Hier müssen wir landen. So, was ist da hinten? Hier ist doch... Ja, aber nichts Produktives, glaube ich. Kommen wir hier durch? Ja. Soweit zumindest mal schon. Nochmal versuchen. Komm, jawohl. Auf jeden Fall produktiver als ein Buggy. Schönes Ding, schönes Ding. Was ist das? Sieh mal an. Wir müssen aber immer noch da hinten irgendwo hin. Ich habe keinen Plan, wo. Wieder eine Fahrzeugspawn-Station. Für alle Fälle, oder was? Okay, wenn irgendjemand dumm genug ist, da runter zu fliegen. Ich könnte es sein, ich wäre so jemand, der es schaffen könnte. Was ist das für eine geile Region? Alter, das sieht, einfach zu heavy aus. So, wir müssen, glaube ich, hier rein. Ja. Und ich glaube, einen anderen Weg gibt es nicht, so wie das hier aussieht. Finde Davis Pickel. Und da oben haben wir was mit einem Kraftfeld, was wir wahrscheinlich wegschießen können. So, das ist die neue MG, die wir da angelegt haben. Und ich bin mal gespannt,
Ob sie so gut ist. Okay. So, was haben wir hier? Catalyzing Splitter. Die sieht mal interessant aus. Wir haben aber jetzt noch keine... Moment. Nein, haben wir noch nicht. Ich muss noch Waffenplatz freischalten. Wahrscheinlich am Schwarzmarkt. So, dieses... Da ist eine schöne Waffenkiste drin. Ich muss aber das Kraftfeld hier ausschalten. Ergo muss ich erstmal gucken, von wo es Strom bezieht. Irgendwo... Nein, das ist nicht die Stromquelle hier. Und mein Sauerstoff ist gleich verbraucht. Gibt's hier irgendwo... Ich brauche Sauerstoff! Hier unten... Gibt es... Aber nicht nur Sauerstoff. Ja. Moment. Ups, hat's gemacht. Hier wird's besser. Genau. Okay. Jetzt wird hier erstmal aufgeräumt. Ich bin heute wieder sehr gut im Ziel, merke ich. Wo ist er denn? Ach, da. Das Cave. So, irgendwo dümpelt noch jemand rum. Oh, ein gepanzerter Outlaw. Warte mal ganz kurz. Ja, ja, ja. So geht das. Ich glaube, drüben liegt Mondstein. Kann das sein? Mondstein, ich liebe dich. Ich brauche dich. So, warte mal ganz kurz. Nein, das sind nur Lufttanks. Weg. Okay. Wo müssen wir denn hin? Da oben ist das Ziel unserer Reise und ich weiß immer noch nicht, wie ich das Kraftfeld da oben ausschalte. Wo schalte ich dieses Kraftfeld? Oh. Da liegt überall Sprengstoff. So, das ist keine Waffenkiste, oder? Naja, sowas ähnliches. Das hier ist aber nur Munition. Ansonsten gibt's hier nichts, ne? Nein. Gut, liebe Leute, es ist genug für heute. Der Darwish verabschiedet sich, bedankt sich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffe ich. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt es mir natürlich gerne in den Kommentaren posten. Und, nicht funktionsfähige Bildschirme. Naja. Wer hätte... Wir brauchen einen Techniker! Bestellte Techniker! Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss immer noch da oben hin, ne? Da komme ich aber wohl nur zu Fuß hin. Tja, machen wir dann in der nächsten Folge zusammen.